Sie müssen mir folgen. Okay, haben Sie verstanden? Schön dicht. Ganz dicht hinter mir her, okay? Wenn ich jetzt sage, folgen Sie mir. Ganz dicht, okay? So dicht es nur geht. Jetzt! Okay, vorwärts, vorwärts. Sind Sie des Wahnsinns? Gehen Sie endlich in den gottverdammten Bus? Okay, was haben wir hier? Danke. Okay. Wohin bringen? Ich konnte nicht ganz aufpassen. I told you to stay off my lawn. Aber wo soll ich es jetzt hinbringen? Hi. Bam, Alter. Ziehe sich ja einfach, ne? Ah, verdammt! Okay, hier nix. Nice, können wir gleich nehmen. Ja, hinter mir! Bam, weg ist er. Der Pursche. So. Okay, einer haben wir hier noch. Pinker. Okay, das war ein Satz mit X. Wow. Alles klar, ich habe verstanden. Okay, was brauchen wir hier noch? Batterie. So, die ist abgehakt. Ich habe beim Benzin habe ich aber auch genommen. Ach, da soll ich die reinplatzieren. Hey, Bruder, kannst du da Deckung geben? Danke. 14 habe ich noch. Bam. So muss das gehen, Junge. Bam, Benzin haben wir auch. Benzin, Batterie. Oh. Ja, ziehen ist hier leider nicht so einfach. Ey! What? Danke. So, hier, Benzin habe ich doch schon. So, und da hinten. Da kann er mir aber keine Deckung geben. Ja, guten Morgen, Freund. Mach's gut, Ruhe und Frieden. Was ist das? Ah. Ein Deckel. Oh, nö, bleib mal weg. Du auch? Scheiße. Ich hab die Hände voll. Zack, auf der Batterie. Sauber. Wir haben's, Kumpel. Bruder. Pass auf! Take this. You're always better shot than me anyways. Give me cover until we reach the bus. Ja, gib mir Cover hier. Ist klar. Wenn ich mal geilere Waffen hätte. Stay close to me. What are you doing? Get over here. Are you crazy? Ja, je Moment. Stay close to me. What are you doing? Du Scheiße.
Alles klar, alles im Griff. Get over here. Are you crazy? Ja, wir haben doch alles im Griff hier. Jetzt schleppt er das ganze Ding hier. Aber ich bin bereit. Okay, Achtung. Welchen Weg nimmst du? Lass über links gehen, oder? Alright, so once we make it back to the bus, I'm gonna need a bit of time to try to get up and running. Can you keep me covered long enough to get it started? I've been saving your ass since you learned to walk, and I'm not about to stop now. Don't forget, we still need to rescue those stuck up in the rooms. It's a fucked up situation, but we're all they got. Hey, you just worry about getting the bus started. I'll handle getting as many people as I can onto the bus. Don't try and be a hero. Achtung! You're trouble, get the hell out of here. Remember, we can't save them all. Bruder, lauf mal schneller. Wir werden verfolgt. Oh, mit der ist geil zu schießen, so. Das Gefühl, weil du immer so nachziehen musst, ne? Mit Schwunge. Okay, wir sind fast da. Gefängnisbus will er nutzen dafür. Mach schneller! Mach schneller! Verdammt! Was? Oh mein Gott. Oh, ich habe nicht auf die Munition geachtet. Heilige Scheiße. Jetzt! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Shit, something's wrong with the radio. I can't seem to turn it off. You'll have to keep those things off me until I get the bus fixed. Toll, er muss noch reparieren. Das trifft sich natürlich sehr gut. Sehr gut trifft sich das. Wow! Ach du Scheiße. Ist alles okay jetzt? Können wir los? Oh Mann, jetzt greifst du auch noch die so. Okay, kann ich jetzt rein oder wie jetzt? Oha, warte mal. Oh Gott! Nein! Was soll ich machen? Alright, we're back in business. Go ahead and start bringing everyone back to the bus and we'll get the hell out of here. Can't got eaten. Ey. Dann schieße ich von hinten. Und durch das Gitter kommt die Kugel nicht durch. Toll. Der arme Ken. So, ich hatte jetzt erst gesehen. Ich habe jetzt gesehen, dass wir das hier haben. Oh shit. Boah, perfekt, ey. Geile Waffe. Geile Waffe. Nein! Ich hab meine Munition fallen lassen. You're doing great. Keep it up. Los! Ich pass auf!
Hat aber nicht immer so viel Muni im Magazin, ey. Ja, alles gut, alles gut. Mann, hörst du mal auf immer? Okay, kann ich jetzt rein oder? Ah, du stehst noch? Ach so, ich soll noch was holen. Okay, ich nehme mir noch ein bisschen was mit. Zack, jetzt haben wir richtig viel drin. Dann machen wir jetzt einen auf SWAT-Einheit. Okay, SWAT-Einheit. Aber wir machen auf Einzelschuss. Ist sparsamer. Okay, was ist hier? Oh Gott! Ach, die braucht Hilfe! You aren't one of them, are you? Nein! Sorry, just gotta be careful, you know. Ich bin hier, um dich I'm zu retten! Bleiben Sie dicht hinter mir! Haben Sie das verstanden? Bleiben Sie ganz dicht hinter mir! Sind Sie bereit? Haben Sie verstanden? Okay, folgen Sie mir. Schnell! Ich habe jemanden gefunden. Bro, ich bin jetzt SWAT-Einheit. Kommen Sie hier rein! Schnell! Sie können sich teleporten, nice. Okay, zum nächsten. Drei Leute noch. Ja, sie sind wohl deutlich sparsamer. Okay, Moment. Okay, hier unten. Scheiße. Hallo? Geht's Ihnen gut? Ja, natürlich. Nur ganz wichtig ist. Okay, wir haben schon 100. Sie müssen mir folgen. Okay, haben Sie verstanden? Schön dicht. Ganz dicht hinter mir her, okay? Wenn ich jetzt sage, folgen Sie mir. Ganz dicht, okay? So dicht es nur geht. Jetzt! Okay, vorwärts, vorwärts. Wir sammeln auf dem Weg gleich andere Leute noch ein. Okay. Hier habe ich was gehört. Hallo? Alles okay? Well, I'll be. I never thought I'd live to see you again. Let's go, partner. Ach, du bist es. Achtung! Okay. Auch für Sie. Dicht hinter mir bleiben, okay? Ich bringe Sie erstmal beide zum Bus. Bro, ich hab noch jemanden. Tell you what, if you decide to come back and stay with us again. Zwei Leute. Okay, einer noch. Komm her, du Sau. Der war da eben hier. Geil, ist er jetzt gerade wie bei The Walking Dead, Alter. Oh, oh ja, absolut. Ja, ich komme ja gleich.
Wir haben ja genug Munition. Okay. Noch hier oben. Man muss natürlich auch aufpassen, die können ja auch schon infiziert sein, ja? Nicht, dass der einen anfällt, wenn man gerade rein will. Hallo? Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Get me out of this death trap. Ja, ein bisschen freundlicher. Ansonsten lasse ich Sie hier. So einfach ist das. Okay, folgen Sie mir. Ganz dicht hinter mir bleiben. Seiten frei. Ich weiß nicht, ist er tot? Der liegt noch. Zurück. Folgen. Okay, ich sicher, sie geht rein. Rein da! Verdammt nochmal! Ich bedrohe nicht sie! Sind sie des Wahnsinns? Gehen sie endlich in den gottverdammten Bus! Los jetzt! I actually made it. Listen, one of them ran off to find medicine for their sister. I tried to stop her, but she just wasn't hearing it. They said the medicine was back at the campers. But this was a while ago, and I'm worried they ran into trouble. I'm nearly done here. Go find them if you can, and get your asses back here ASAP. Okay, noch mehr. Auf dem Weg. Aber jetzt ist gefühlt, haben wir gefühlt alles im Griff. Eine geile Waffe, auch mit Einzelschuss. Sind wir sehr sparsam mit Magazin. Was, warum blinken das? Soll ich den nehmen, oder was? Hallo Zombie, ich bin hier, der und der. Hier ist mein Personalausweis. Okay, los geht's. Ah, da brauchen noch welche unsere Hilfe. Hier. Alles klar bei Ihnen? Verdammt. Wir kriegen gleich richtig Besuch. Ich erahne es. Guck mal, da ist eine Pistole, ganz viel Muni für. Ich würde sagen, wir machen eine Vorbereitung. Ja, da ist jetzt schon zu viel Muni. Die ist ready. Zack. Schön vorbereiten hier. Oh, das Ding nervt auch irgendwie. Ich glaube, das packen wir hier weg, weil immer wenn ich nachladen will, dann greife ich immer nach der Rohrzange. Das ist immer voll nervig, denn. Okay, schön nachladen. Jetzt haben wir Zeit. Nice. War das... Achso, ich würde gerade sagen, war das die letzte? Wir haben's. Okay. Ach, die kann ich auch so mit mir tragen. Ach so. Ich dachte immer nur Schlagwaffen. Ja, gut, ne? Die ist bereit. Puh. Dann, Schrot, die haben wir dort. Und die haben wir in der Hand. Schrotflinte haben wir immer zur Not parat. Okay, let's go. Alles okay bei Ihnen, Ma'am? Ich komme jetzt runter. Alles okay? Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Den Helm! Du Scheiße! Verdammt! Okay, Planänderung. Komm schon. Focus on his helmet. Alter, wie laut war it das denn? Looks like it's his weak spot. Ja, halt deinen Mund, Alter. Lass mich mal machen. Komm schon, komm schon. Komm.
Whoa! Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Verdammt, ey. Wow. Was macht der denn da? Alter. Mein Glück sind da nicht noch mehr von ihm. Okay. Ja, komm schon. Kleiner Rambo. Ma'am, ich habe alles unter Kontrolle. Alles klar. Ich hab verstanden. Komm her. Aua. Oh, das zieht mir schon Schaden ab. Was war das denn jetzt? Komm schon. Komm! Was? Die ist auch alle? Aber da ist noch ein Tisch mit Munition. Ja, fein, fein. Die ist krasser, die Waffe. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Ist ein scheiß Schild. Ist ja viel intelligenter als die anderen. Ja, komm, zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Ist eine viel dickere Waffe. Also eine größere, mit mehr größerem Kaliber. Die ist viel besser. Viel besser. Damit können wir schon was anfangen. Komm. Du pustet die Birne weg. Was? Macht ja kaum was aus am Helm. Müssen wir wahrscheinlich auch immer irgendwo gegenrennen lassen. Na komm! Puste die Birne weg! Tja. Ich würde mal sagen, sein Gesicht, sein Helm ist ab. Alter. Das machen wir aber hier ganz anders, mein Freund. Madam, wir haben es gleich. Komm her, komm her. Komm her. Komm. Lass es uns beenden. Hier und jetzt. Komm schon. Komm schon, komm, komm. Trau dich! Trau dich! Ja!
bist du schon Arschen, Alter. Alter. Vor allem, sie war immer da oben drauf. Und sie hat nur gesehen, wie wir mit dem Zombie hier nach hinten gehen, hinter dem Wohnwagen. Von der Perspektive muss es voll geil gewesen sein. Wie wir dahinter gehen, dann hätte man nur noch diesen einen Schuss. Bam. Und dann nochmal zwei Schüsse. Und dann habe ich gedacht, ich komme hier voll cool vor. Und dann so, yeah, ich hab's geschafft. Ich drehe mich um, auf einmal kniet die da vor mir. Ich dachte zuerst, es ist so ein anderes Zombie-Wesen, was so kniet vor allem. Aber geil, haben wir es ihm gegeben, ey. Der Sau. Warum ist da ein Achtung-Hinweis? Okay. Was haben wir hier noch? Über alle, wa? Nee, da haben wir wieder. Okay, vorwärts. Folgen Sie mir. Ach, da ist er. Was ist da hinten? Ich hab sie. Wo ist mein Bruder? Wo war mein Bruder? Alter, nur mal ganz kurz, in einer ganz kurzen Erzählung. Ja, sie sind halt weitergereist, dies und das, pipapo, bla bla bla. Auf jeden Fall, also ich kann es jetzt nicht direkt übersetzen, jetzt Wort für Wort, nur in einer Kurzbeschreibung, ganz zum Schluss auf jeden Fall, sind sie außer Kontrolle geraten mit dem Bus und sind aber auf sowas wie Militär halt geraten und haben schon Hoffnung gehabt, haben gedacht, ein Glück, endlich sind wir da, ja, wir werden gerettet. Und dann haben die plötzlich gecheckt, dass die Militärleute gar kein Interesse haben, Überlebende zu retten. Immer die scheiß Militärleute, ja. Die Regierung will dann eher alle lieber abschlachten, weißt du? Sind immer in so einem Film. Oder Spielen. Oh ja, das war eine Fahrt, Freunde. Ich hatte zuerst jetzt gedacht, das geht noch weiter. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal vielleicht reinschreiben, falls ihr es selber kennt oder mal gesehen habt. Da war jetzt noch, war ja noch Symbol, Zielsymbol und auch beim Zielsymbol noch so ein Achtungssymbol. Konnten wir jetzt noch irgendwas anderes machen? Aber ich kam ja nicht anders von da weg, oder? Denke ich mal jedenfalls. Hätte ich jetzt gedacht. Naja, könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr was drüber wisst, ob man da irgendwie noch hätte hingehen können. Ansonsten an sich eine kurze, schnelle, gute Story, sag ich mal, eine Sache, wo man mit meinem Bruder da ist, es passiert was, dann denkt man, es geht jetzt direkt weiter, aber nee, man ist da, ist noch nichts groß los, denn übernachtet man dort in Ruhe und am nächsten Morgen auf einmal geht's los und bam, bam, bam und man muss sich dann was überleben und alles, habt ihr ja alles mitgesehen, ja, und Waffen holen, dies und das. Bleiben wir mal ehrlich bei dem Thema. Ganz klar, seht ihr selbst hier in der Aufnahme das Bild einfach. Klar, ein bisschen vom Spielspaß nimmt es natürlich schon raus, leicht. Dadurch, dass die Grafik jetzt nicht der Oberknaller ist. Aber allein daran wird es jetzt nicht nur liegen. Das Hauptproblem ist zum Beispiel sowas, wie ihr gesehen habt, man guckt aus dem Fenster, bevor es losging, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, willst mich verarschen. Durch die Vorhänge, zwischen die Vorhänge, guckt man, und sieht denn schon so, die Figuren so stehen, so. Sowas meine ich halt, ne. Ist halt denn keine Überraschung mehr, du hast denn gesehen, was draußen abgeht und alles, oder dass es so programmiert wurde, checkt man dann in dem Moment. Ah ja, okay.
Und das verhindert halt auch so ein bisschen, dass man komplett abtaucht in die Welt, weil man sieht, ah ja gut, das wurde programmiert so und so. Ja, anstatt man halt, versteht ihr, was ich meine, anstatt man das nicht gesehen hätte und man würde einfach wirklich den Vorhang abziehen, auf einmal sieht man das wirklich alles und oh, scheiße und so. Und so kannst du vorher sehen, ah, da stehen so eine Männchen, okay, die sehen aus wie Zombies, die warten, bis ich ans Telefon rangehe. Ja, gut, ist aber ein bisschen aufs hohe Niveau, auf dem hohen Niveau. Und es macht natürlich trotzdem Spaß, ist natürlich trotzdem cool. Das sind halt diese Feinheiten, die, wenn man sich jetzt direkt drauf spezialisiert und vielleicht auch sowas gewohnt ist und sowas erwartet, dann ist er vielleicht schon so ein bisschen leicht enttäuscht vom Bild her und so alles und was ich ihm erzählt habe. Aber an sich, sonst vom Gameplay und so, ist es okay. Es ist okay, würde ich sagen. Es ist meine persönliche Bewertung, dass es okay ist. Ja, wir schauen mal noch weiter. Es gibt da denn noch ein Kapitel, auf jeden Fall. Charlie. Free Roam ist jetzt, glaube ich, kein richtiges. Ich habe mal einmal da durchgelesen, in der Mitte denn. Das war eher so wie Level ausprobieren und da kommen unendlich und alles. So habe ich es jetzt verstanden. Aber wenn wir denn beim nächsten Mal sehen, dann haben wir erstmal das nächste Kapitel, das dritte noch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Hoffentlich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, sehr gerne ein Like da lassen, Freunde. Würde mich immer, immer wieder freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich abonnieren und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Also, bis zum nächsten Mal und haut rein, Freunde. Ciao.